war gerade dabei, Lord Randall und seiner Vasensammlung einen kleinen Besuch abzustatten, als mir die Jungs von der Downwind-Diebesgilde dazwischenfunkten. Angeblich haben sie die Beute noch nicht verteilt. Im Moment streiten ihre Anführer, Donnell und Ruben, über die wertvolle Saphir-Vase. Klingt, als bräuchten sie einen Schlichter, der ihnen ihr Problem abnimmt. Leider bin ich kein Schlichter. Ihr Problem werde ich ihnen trotzdem abnehmen. Die Kerle sind so sehr mit sich beschäftigt, dass sie mich niemals als Dieb verdächtigen werden. Die Downwinder betreiben unter einem nahegelegenen Restaurant eine Spielhölle, das Overlord's Fancy. Das Versteck der Gilde befindet sich unter dem Casino. Ich habe eine grobe Skizze der Anlage. Im Overlord's Fancy muss ich den geheimen Eingang zum Versteck finden. Ich sollte vorsichtig sein. Die Downwinder kennen mich nur allzu gut. Wenn sie mich sehen, wissen sie sofort, dass ich die Vase geklaut habe. Vorausgesetzt, sie legen mich nicht schon deswegen um, weil ich durch ihr Versteck spaziere. Es wird nicht leicht sein, die Vase aufzustöbern. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo sie versteckt ist. Das sollte aber eigentlich ein heißes Gesprächsthema unter den Downwindern sein. Vielleicht habe ich ja Glück und schnappe etwas auf. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Und damit Tetewete, meine Lieben, mit Teffer. Ach ja, ich hasse diese Mission jetzt schon. Erstmal lese ich vor, was uns natürlich erwartet. Dringen Sie über die Spielhölle Overlord's Fancy zur Downwind-Diebesgilde vor. Natürlich ist das nicht schwer, reinkommen kommt jeder. Stehlen Sie Lord Randalls Saphir-Vase. Das ist unser Hauptziel, das sollten wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Und das wird einer der aufwendigsten und langwierigsten Aktionen im gesamten Spiel werden. Ist wirklich so. Die Gilde hat den Diebstahl der Vase erschwert. Dafür sollen die Kerle büßen. Das kostet sie mindestens 1000 Goldstücke. Wenn sie fertig sind, schleichen sie sich aus der Gilde wieder auf die Straße. Also hier selbst im Normalmodus müssen wir hier auch entkommen. Ist nicht so, dass wir einfach nur diesmal nur stehlen müssen. So, jetzt der Hardmodus. Hinzu kommt, dass wir 1500 stehlen müssen. Die Jungs haben außerdem Lord Randalls wertvolles Armband gestohlen. Es bringt auf den Schwarzmarkt gutes Geld. Das heißt, ich muss noch einen zweiten Gegenstand finden, der irgendwo versteckt ist in dieser gottverdammten Hölle. Spielhölle, ihr versteht? Gewalt ist die Visitenkarte des Stümpers. Töten Sie niemanden, der nicht versucht, Sie zu töten. Ich glaube, damit ist Unschuldige nur gemeint. So, und jetzt natürlich unser Schwierigkeitsgrad. Wir müssen auch das Armband finden, ist ja klar. 2000 müssen wir diesmal sammeln. Und nur Anfänger brauchen Gewalt. Töten Sie niemanden. Und es sind natürlich mehr Wachen da. Wir haben weniger Energie. Und es ist einfach total zum Kotzen. Ich kann nicht verstehen, dass viele diese Mission so sehr lieben. Aber es ist für mich eine Mission, die wirklich total aus den Fugen gerät. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass die Synchronstimme von Garrett in dieser Mission anders sein wird. Weil das ist ja ein Level aus der Gold-Version von Thief, The Dark Project. Die Gold-Version kam ja viel später raus als die normale Version. Und hier hätte jetzt eigentlich normalerweise eine andere Mission angesetzt, die noch kommen wird. Nimmt es einfach als kleines Bonus. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Vielleicht wird es einige Parts werden. Ich hoffe mal nicht. Aber ihr seht es ja am Titel, wenn wirklich eine relevante Mission wiederkommt. Versuchen wir unser Glück. Also erstmal gehen wir shoppen. So, da sind wir. Und wenn ihr euch fragt, warum ich so viel Geld habe, obwohl wir mit weniger Geld aus Ramirez sein Anwesen abgehauen sind, das hat folgende Gründe. Erstmal, ich habe es natürlich nicht so beendet, dass die Mission, dass ich entkommen musste, sondern habe den Alarm nicht ausgelöst. Und als ich rausgehen wollte, in den einen Raum, erinnert ihr euch, wo wir das eine Gespräch abgehört haben, wo sie über mich gelabert haben, dass ich eine harte Nummer wäre, Da waren noch ein paar Gewertgegenstände drin, die habe ich übersehen, wo ich reingeflüchtet bin das letzte Mal. Und die habe ich gesehen, als ich da durchmarschiert bin, habe ich da nochmal geguckt und habe gesehen, aha, da ist ja noch was. Und dann habe ich es mir geschnappt. Und so, das war das Letzte, was gefehlt hat. Also haben wir komplett in der letzten Mission alles abgestaubt. Falls ihr es extra noch sehen wollt, ich mache noch ein extra Walkthrough für euch. Aber das müsst ihr euch dann auch wünschen. Sonst kommt nichts. So, was brauchen wir? Seilpfeile brauchen wir vielleicht noch einen extra. Moospfeile werden wir viel brauchen. Wasserpfeile werden wir verdammt viel brauchen. Und hier haben wir die sogenannten Blitzbomben. Die
die kamen ja leider noch nicht zum Einsatz. Ist wunderschön, diese Erfindung, weil wenn wir verfolgt werden, das kann hier durchaus passieren, können wir damit die Gegner für kurze Zeit blenden. Die können taumeln dann herum und können gar nichts. Außerdem können wir sie dann bewusstlos schlagen. Was auch funktioniert, weil sie ja nichts sehen. Komischerweise, also sie sind nicht drauf gefasst, von wo der Schlag dann herkommt. Die Sache ist ja nur, wir müssen selbst weggucken, wenn wir das Ding werfen, weil wir auch selbst geblendet werden können dadurch. Finde ich eigentlich cool. Das war damals schon eine coole Erfindung, finde ich. Sowas in ein Spiel mit einzubauen. So. Alle Wasserpfeile gekauft. Minen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Heiltränke brauchen wir nicht. Wir dürfen gar nicht erst abwischen werden. So. Okay, Leute. Gut, dann holt euch schon mal was zum Knabbern. Das wird eine lange Sitzung. Mal sehen, wie lange ich brauche. Ich bin wirklich gespannt. Tief durchatmen, Garrett. Viel Glück. So, da sind wir schon mal auf den Straßen. Und ein kleiner Quicksaver-Feld. Hier ist die Diebesgilde. Losung? Zum Teufel damit, Sutter, ich bin es. Sicherheitsvorkehrungen sind zur Abwehr von Schnüfflern und zum Schutz junger Talente unabdingbar. Möchtest du mit den Lords darüber diskutieren? Handesch hat den Fuß der Luft. Mensch, mach die Tür auf! Ihr habt die Losung noch nicht gesagt. Willst du mich zum Narren halten? Sicherheitsvorkehrungen sind so... Und ich stehe hier und habe gehört, wie Denno dir diese verdammte Losung gesagt hat. Glaubst du, er hätte es zugelassen, wenn ich keiner von euch wäre? Oder meinst du, ich bin blöd genug, dass ich mich nicht mehr erinnern kann? Sutter, ich lasse mir viel gefallen. Wenn du mich aber für dumm verkaufen willst, fließt Blut. Und jetzt macht die Tür auf. Habt ihr euch den Losungssatz gemerkt? Also ich würde ihn nicht aufsagen. Da ist mein Stolz zu groß. Und meine Würde. So, was haben wir denn hier Nettes? Lieferung nur an der Hintertür. Wir haben eine Karte. Und ich zeige euch erstmal, was wir alles für Karten haben. Die uns bevorsteht. Ja, es ist einiges zu tun. So, wir müssen natürlich über die Hintertür gehen, weil die Vordertür wäre ja Schwachsinn. Das würden wir gar nicht schaffen. Und wir müssen so viel stehlen wie möglich. So, hier war glaube ich die Hintertür. Und die war abgeschlossen. Okay. Dann knacken wir erstmal das kleine Schlösslein. Wir haben natürlich unsere Dietriche wieder dabei. Und die werden wir auch mit vollem Einsatz einsetzen müssen. Und nimmt es mir nicht übel, wenn ich viele Erwachen K.O. schlagen werde. Das liegt daran, dass wir hier in diesem Gebäude oft von A nach B laufen müssen. Und wenn die immer dazwischen liegen, die Wachen, das würde uns übelst viel Zeit kosten. Als es sowieso schon kostet. Oh. So, jetzt muss ich gucken. Hier ist auf einmal eine Patrouille. Und eine Zivilistin. Ist da jemand? So, ich mache am besten das Feuer aus. Was also, das wohl wieder war? So. Ich dachte, ich hätte was gehört. War hier irgendwas zu klauen? Ich glaube nicht. Ich glaube hier in der Küche nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier entlang schleichen, ohne gesehen zu werden. Ich will hier keinen K.O. schlagen. Mir gefällt das nicht. Jetzt hat sie mich kurz gesehen. So, jetzt müssen wir noch mal warten, bis die Patrouille durchkommt. Wir müssen versuchen, in den Raum da links reinzukommen. Denn wir sind jetzt noch oberirdisch. Die Gilde selbst ist unterirdisch. Ich glaube, oben gab es auch noch irgendwelche Schätze. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal rein. Okay, los. Meine Augen spielen mir vor einem... Alles ist ruhig. Ich dachte, da war was. Oh Gott, es hat nicht geklappt. Ah, Mann. Man kann den austricksen, wenn man hinterher rennt. Als wenn er sich gerade umdreht. Ich habe nur nicht immer gewusst, in welche Richtung er sich umdreht. Ob er sich jetzt rechts um oder links umdreht. Dann kann man nämlich hinter ihm bleiben und er kriegt sich mit. Das will ich jetzt nochmal versuchen. Das Problem ist, der Raum ist so hell, ich kann nicht mal sehen, wie er sich umdreht.
langsam halt. Ich bin leicht sichtbar. Und wir können gucken, wie dreht er sich um. Ach so, er dreht sich rechts. Warum doch nichts? Die Tür kriegen wir nicht auf. Aber wir haben ja hier einen Schlüssel. Und ein bisschen Geld. Da oben ist Licht. Jetzt sehe ich es gerade. Was war das? So, machen wir das Licht mal ein bisschen aus. So, es ist auch schön dunkel. So, der geht weg. Und hier ist die nächste Tür. Die können wir aufknacken, sehr gut. Also den ersten Liebesgut haben wir schon geholt. Und ihr könnt euch vorstellen, die Spielhölle ist hier, wie gesagt, ein Casino. Hier ist Menge an Geld. Oh, da kommt einer. Ah, der kommt nicht zu uns runter, oder? Nein, der kommt nicht zu uns runter. Dachte, ich hätte was gehört. Okay, wir sind hinterher. Ich glaube, da war nichts. Ich glaube, da war nichts. Was ist los? Der hört sogar das Knacken von meinen Dingen. Der läuft hier immer wieder im Kreis. Das müssen wir natürlich. Okay, hier runter müssen wir. Okay, jetzt muss es schnell gehen. So, Seilpfeil, Seilpfeil. Schön vor allem, dass es nicht sehr auffällig sein wird. Ja, einfach ein Seil. Nein. Komm. Ist da jemand? Okay. Keine Ahnung, was das war. Ich glaube, das ist nur über uns, oder? Weil hier ist normaler Steinboden. Das würden wir hören. Sehr nah. Licht. Wir sind auf jeden Fall in der Spielhölle jetzt. Okay, gucken wir mal hier. Ach, hier ist das Licht. Ich sehe es. Auch wegmachen. Das können wir nicht wegmachen. So, jetzt gucke ich mal kurz, ob der was am Gürtel hat. Das sieht schon. Komm, dreh dich um. Der hat auf jeden Fall Geld vor sich. Der Schlüssel. So. Hier brauchen wir sowieso jeden Schlüssel, weil wir nicht überall einbrechen können, wie ihr seht. Vor allem wird das später richtig ätzend noch mit den Schlüsseln. Weil wir dann ganz bestimmte Schlüssel brauchen. Was war das für ein Geräusch? Der ist umgedreht. Na, noch eine Tür. Wir sind hier richtig diebisch unterwegs. Stimmt. Ich höre was. Achso, jetzt sind wir hier oben. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Fluchtweg, weil wir müssen auch hier wieder raus. Daran müssen wir auch denken. Und ich erinnere mich leider nicht mehr daran, ob es hier einen alternativen Weg zur Flucht gab. Ich glaube, es gab Kanäle oder so, die man gehen konnte. Sie sind so sehr damit beschäftigt, Geld zu verlieren, dass sie nicht merken, wenn ich etwas mitgehen lasse. Okay, er dreht sich um. Das ist ja knapp. So, okay, da liegt nichts mehr. Können wir hier durch, ohne gesehen zu werden. Das ist ziemlich riskant, weil hier das scheiß Licht hängt. Okay. So, dann machen wir das Licht erstmal aus. Aber nur eine Ratte. Okay. Okay, wir haben alles. So, wir haben jetzt zum Glück Teppich. Hier können wir auch noch ein bisschen rennen. Ah, hier ist auch noch Lichtquelle, die wir so auf jeden Fall auch was machen. Erwischt. Ich hab's halt noch drauf, Leute. Ich hab's noch drauf. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ah, das ist auch noch eine Lichtquelle. So, und hier war auch irgendwo der Geheimgang nach unten, weil der normale Hauptweg nach unten, den können wir unmöglich gehen. Ah, dein Geld hinter dem. Oh, wie habe ich denn das gemacht? Ich weiß es gar nicht. Alt. Wo ist der? War wohl doch nichts. Ah, Wasserpfeile. Kriegen wir teilweise wieder.
Nein! 9 Millimeter. Man muss hier echt jeden Winkel berechnen. So, jetzt vorsichtig. Es ist schon, schön dunkel. Er sieht nicht mal, dass sein Geld vor seiner Nase verschwindet. Okay. Scheiße, auch nicht sehen wir, werden wir nicht gesehen. Sieht die scheiß Lampe da oben. Okay, ich zeige euch mal den Haupteingang, den wir gehen müssten. Der wäre hier drüben. So, warte, wir müssen warten, bis das flackert. Hier drinnen. Hört mit dem Unfug auf. Oh, verdammt. Jetzt haben sie mich gesehen. Scheiße. Ich habe sie jetzt zum Glück noch safe war. Okay. Also, das ist hier richtig, richtig ätzende Stelle. Es gibt noch mehr ätzende Stellen hier. Das ist das Problem. Es gibt hier zu viele ätzende Stellen. So. Hier vorne, hinter den zwei Wachmännern, da ist der Haupteingang runter in die Gilde. Das ist hier nur die Spielhölle, wie gesagt. Weil die haben hier ihr Palazzo da unten. So, die spielen schön Karten. Na, wie sieht's aus? Was hast du, ne? Lass dich von der Tussi abziehen, ne? Okay. So, warten, bis das Licht aufhört. Wir könnten jetzt noch bei den Wachmännern da vorne die Schlüssel klauen, aber das lasse ich lieber. So, das Geld haben wir hier. Wie sieht's aus? Wie viel Geld haben wir? Tja, 134, das ist nichts. Das ist einfach mal gar nichts. Aber wir wollen ja alles mitnehmen. So, hinter dem ist ein Heiltrank. Warte mal. Oh, nee. Nee, doch nicht. Oh, ich dachte, er hätte was am Gürtel. Es sah wie aus, als hätte was am Gürtel. Dabei ist nur seine Armband. Aber der hier drüben hat was am Gürtel. So. Und hier hinten ist eine Tasche. Wie will ich denn den mitnehmen? Das schaffe ich doch nie. Könnt ihr ja mal probieren. Hier, Moospfeil. Weil das ist Metallgeländer. Ich glaube, da war nichts. Meine Augen spielen mir wohl einen Streich. Oh Gott. Das ist so riskant. Oh. Und ich musste niemanden K.O. schlagen. Yay. Alles ist ruhig. Bis jetzt ist unsere Bilanz bei 0 Niederschlägen. So, und jetzt zeige ich euch, es gibt noch einen Geheimgang nach unten. Also mit dem Ding darf man nicht spielen. Gar nicht gedrückt. Die haben es einfach von Allianz wieder zugemacht. Cool. Donald und Ruben können sich meinetwegen gegenseitig umlegen. Während sie um die Vase streiten, habe ich wenigstens meine Ruhe. Ja, solange sich die beiden bekämpfen, klaut niemand die Vase. Sie bleibt weiterhin in der Schatzkammer von Lord Donald. Tja, allerdings hat Donald nichts davon, weil Lord Ruben den Schlüssel nicht rausholt. Ich habe auch nichts davon. Diese Saphir-Vase ist mehr wert als alles, was Randall besitzt. Ich bin kein Downwinder geworden, um kostenlos zu arbeiten. Ich möchte meinen Schnitt machen. Er möchte seinen Schnitt machen. Und wir haben jetzt erfahren, wo sich die Vase befindet bei Lord Hornfield. Rubens Haus ist hier im Norden, im oberen Kanal. Und Donalds Haus... findet sich, keine Ahnung. Süden, glaube ich. Unterer Kanal. Donalds Haus. Ah, im Südkeller müssen wir. Wir sind jetzt momentan im mittleren Kanal. Wir müssen also in den Südkeller um Donalds Haus kommen. Aber wir haben ja auch erfahren, dass der Schlüssel zu der Truhe, wo die Vase drin ist, Ruben hat. Und deswegen streiten sich ja die beiden. Also müssen wir erst in Rubens Haus. Das befindet sich im oberen Kanal. Das heißt, wir müssen in den Nordkeller kommen. So, und das ist halt diese ganze verzwickte Sache, dass wir durch diese Scheißkeller mehrfach hier durchlatschen muss. Deswegen würde ich hier eigentlich gern welche K.O. schlagen. Siehst du das? Okay, das ist, glaube ich... Ich weiß nicht, sind wir jetzt im nächsten Keller? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall so verwirrend. Licht, das machen wir natürlich weg.
Zivilisten dürfen uns einfach nicht sehen, weil das würde... Jeder, wer war das? Hat er mich gesehen? Ich glaube, er hat mich gerade gesehen. Er hat mich da drüben gesehen, das heißt, er wird da rüber rennen. Und wir können in der Zeit hier rüber. Okay, hier ist nichts Wertvolles. Ah, hier ist auch was. Irgendwas? Nee. Beffert war ziemlich sauer, als er nach seinem Trip bemerkte, dass ihm jemand sein wertvolles Zepter geklaut hatte. Das waren aber nicht wir, oder? Du Idiot, wenn wir einem von Ramirez' Jungs erstehlen würden, wäre das eine Kriegserklärung. Wer war's dann? Vermutlich Gerrit. Nur er ist schlau. Und andererseits dämlich genug, so einen Job anzunehmen. Ah, sie reden über mich. Also Bedford gehört zu Ramirez, aber das haben wir ja, glaube ich, schon in den Dialogen mitbekommen. So, jetzt muss ich gucken. Ist das die Haupttür wieder nach oben? Nee, das geht in den Lagerräumen. Wir sind jetzt hier unten. Also sind wir schon mal richtig. In den Nordkeller, zur mittleren Kanalisation. In Rubens Haus. Also wir kommen hier raus. Wir müssen also in die Kanalisation, um nach Rubens Haus zu kommen, in den oberen Kanal. So, frage ich mich, wo es hier lang geht. Folge ihn einfach mal. Hier könnten wir jetzt so leicht die Leute ausschalten, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja trotzdem so wenig Niederschläge wie möglich machen. Was geht hier vor? Nein! 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 Irgendwann finde ich dich! Nein! 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 Ich bin eine Statue! Oh! Alter! Wie der mich einfach nicht gesehen hat. Der wollte in die Ecke kriechen, hat aber gelassen. Ha! Like a boss! Okay, wir müssen jetzt erstmal hier rein. Wir haben jetzt Patrouillen. Das ist jetzt hier, glaube ich, die schlimmste Patrouille. Wo war denn hier die dunkle Stelle? In der Ecke. Ich sehe dich, weißt du? Oh Gott. Nee, wo war denn da die dunkle Stelle? Scheiße. Ich muss jetzt überlegen. Da gab es eine Stelle, die ich ihn austricksen kann. Oder ich muss mir einfach nur merken, in welche Richtung er läuft. Stehen bleiben! Was, er hat mich gesehen? Ich habe doch genau rechtzeitig gemacht. Okay, nochmal. Also er dreht sich nach rechts um. Das ist schon mal unser Vorteil. Steht was an der Wand übrigens. Wir haben unseren Beruf im Hinblick auf die Habgier der Monarchie gewählt. Wir leben nicht nur, um Steuern zu zahlen und die Beutel der Reichen zu füllen. Wir leben das Leben, das sich für einen freien Mann in dieser Zeit ziemt. Wir sind Diebe. Das ist ein guter Spruch. Okay. Und hier ist es natürlich dunkel genug, denke ich mal. Ja, hier in der Ecke ist, glaube ich, dunkel genug. So, jetzt haben wir nicht sehr viel Zeit, um alles zu... Also wir haben nicht sehr viel Zeit, um alles mit Einschlag zu holen. Ihr seht ja, er hat nur ein paar Sekunden Zeit, bevor er sich umdreht, dahinter läuft und wieder zurückkommt. Er macht ja diese Patrouille ständig. Und ich werde ihn nicht K.O. schlagen, weil das ist sinnlos, weil wir hier nur einmal hin müssen. Deswegen werde ich jetzt versuchen, die Truhen zu knacken. Oh Gott, weg. Okay, wir hatten noch Zeit. Ich glaube, wir hätten noch das zweite Schloss öffnen können, weil die Truhe war immer noch nicht offen. So, wenn er sich umdreht, gehen wir natürlich wieder hinterher. Ist natürlich wieder ein langwieriger Prozess, aber ich will hier nicht einfach sinnlos Leute pauschlagen. Das machen wir nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Oh Gott. So, wir haben mal einen Gegenstand bekommen. Was war's? Eine Mine haben wir gekriegt, eine schöne Scheiße. Etwas, was wir überhaupt nicht brauchen. Und auf Experte-Modus ist es natürlich noch schwieriger, dadurch, dass, ja, dass mehr Leute sind.
weg. Okay, das erste Schloss ist offen. Das zweite Schloss noch und dann haben wir den Gegenstand draußen. Stellt euch mal vor, ich hätte keine Speicherfunktion. Das wäre richtig krass. Aber ich liebe es. Ich liebe dieses Adrenalin. Das Problem ist nur, ich hasse diese Mission. Hab ich das schon erwähnt? Ich hoffe, ich habe hier noch ein paar Mitziefer, die auch dieses Spiel gespielt haben. Die können mir vielleicht was dazu sagen, was daran toll sein soll an dieser Mission. Ach, ein Bogenschütze. So. Das klang ja seltsam. Okay, das wird jetzt schwierig. Ja. Was ist das? Jetzt setz dich, Garrett. Ich mach die Tür wieder zu. Du bist erledigt. Da wird die Tür zugemacht. Du bist erledigt. Ach man, also wir müssen weg, während er nach hinten geht. Und dann schnell die Tür zumachen, weil die Alte sieht mich da drin, komischerweise nicht. Ist da jemand? Okay. Ach, tut mir leid. War wohl doch nichts. Was ist das? So, die sind natürlich verschlossen. Tut mir leid, hier ist nichts mehr. Hier eine reine Schlüsseljagd momentan. Also erstmal bei Ruben den Schlüssel holen, dann zu Donald und Haus die Vase holen und noch das Armband nebenbei nehmen. Oh, danke für das kleine Geschenk. Und ihr seht, da hinten ist eine dunkle Stelle und das war's. Also hier ist eine Sackgasse. Zu sehen, glaube. Oh Gott, er hat mich kurz gesehen, wie ich hinter der Alten da die Truhen bindere. Okay, gut. So, jetzt kommt der schwierigste Teil, wieder zurückzukommen. Wag es nicht auch nur zu... Ja, okay, falsches Timing. So. Kommt in unsere Richtung und rennt weg. Oh, naja. Nee. Okay, er hat mich nicht mitgekriegt. So. Die Wache können wir auch ausdrücken. Wache da hinten gesehen? Nee, aber. Da müssen wir nämlich auch mal aufpassen, dass hier nämlich Löcher sind und sie dadurch uns sehen können. Zu viele verdammte Ratten. Ja, ja, alles Ratten, die auch Gegenstände klauen. Und wir haben es geschafft. Wir sind in den Tunneln. Ja! Aber ich freue mich gerade voll, dass wir den schlimmsten Abschnitt hier schon weg haben. Nee, halt, ist ja auch nicht der schlimmste Abschnitt. 66, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Warte mal, ich mach mal dieses Tor zu. Ich weiß noch, ich habe beim ersten Mal... Randalls Kloake riecht vermutlich besser. Also wir sind bei Ruben jetzt, oder? Ja, wir sind auf dem Weg zu Ruben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier versuchen, in diesen Kanal zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß noch, beim ersten Mal, wo ich diese Mission gespielt habe, ich habe ewig gebraucht. Ich glaube, ich habe für dieses eine Level, habe ich 4 Stunden oder so gebraucht. Ungelogen. Weil es einfach so verzwickt war, ich wusste nicht, wo lang... Was ich machen soll. Irgendwann habe ich dann alle K.O. geschlagen. Bin dann hier trotzdem wirre durch die Gegend gelatscht. So. Hier ist ein Lager. Ich glaube, ich bin wieder zurück. Ich glaube, das ist der falsche Gang gewesen. Warte mal, wo sind wir jetzt? Ja, wir sind wieder zurück. Wir sind falsch. Wir sind auf so einem Zwischenstück. Weil, wenn ich jetzt mal hier rausgucke. Ja, wir sind jetzt hier, wo wir vorhin das Gespräch gehabt haben. Haben die Tür von an Seite geöffnet. Oh, ist ein großer Teppich. Aber gut, dass wir nochmal hier lang gegangen sind. Können wir auf jeden Fall noch ein paar Gegenstände abstauben. Warte mal, was ist denn hier? Warte mal, wo geht's denn hier hin? Achso, hier geht's wieder zurück. Ja, wo geht's denn hier hin? Ich bin auch hier gerade hergekommen. Oh. Nee, hier ist nichts. Okay. Manchmal ist auch auf den Schränken was. Da sollte man auf jeden Fall auch gucken. Ach ja. So, rein hier und die Tür zu, die übelst laut ist. So, Quick Save. So, dann müssen wir jetzt nach rechts, würde ich sagen. Und dem Kanal folgend. Das
Problem ist, dass der sich so oft aufteilt, der Kanal hier. Und dann verlierst du echt den Überblick. Unterer Kanal. Oberer Kanal. Ubens Haus. Okay. Warte mal, wir sind jetzt im unteren Kanal, oder was? Ne, wir sind jetzt hier. Wir sind richtig bei Ubens Haus. Ja, hier sind wir bei Room. Ich dachte, da war was. So, den müssen wir K.O. schlagen. Ich glaube, das war sein Handlanger von Room. Tom, du bist mein bester Mann. Ich habe dich mein Personal auswählen lassen und du bürgst für jeden von ihnen. Auch den einzigen Schlüssel zu meiner Wohnung vertraute ich dir an, denn schließlich bist du loyal. Denke aber nicht, dass mein Vertrauen bedeutet, dass ich deine Pflichten vergesse. Nimm das bitte als freundliche Erinnerung. Wenn Donalds Leute in mein Haus kommen und den Schlüssel zu seinem Safe mitgehen lassen, bist du daran schuld und du weißt, dass ich immer alle Schulden eintreibe. Ruben. Also Tom ist hier sein Handlanger und der hat den Schlüssel zu seiner Wohnung. Außerdem ist hier noch was anderes. Moment, wir machen erstmal, wir müssen den K.O. schlagen. Ist nicht möglich, den ohne K.O. schlagen loszuwerden. So, das war der erste Erstschlag. Ich müsste mal so einen Counter einführen. Boah, ich habe mich gerade erschrocken. Dabei war es ja eigentlich nur die Maschine hinter mir. Wir leben ja in einer Steampunk-Welt. So, hier ist der Schlüssel. Und hier ist das Armband versteckt. Und ihr seht, wie es ist nicht gerade dunkel hier hinten. Der würde uns immer sehen. So, jetzt haben wir das Armband. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Sache erledigt. Naja, außer das Eindringen. So, jetzt haben wir den Hausschlüssel von Ruben. Gut, also nicht zu verwechseln mit Donalds Hausschlüssel. Psst! Dort! Ne, da gehe ich nicht hin. Okay, warte. Ich glaube, wir müssen warten, bis der vorbei ist. Die Wacht kommt hier nämlich nochmal lang. Nicht zu verwechseln mit Donalds Hausschlüssel. Der ist ja wie gesagt bei Ruben. Den müssen wir jetzt erstmal holen. Oh Gott. Sieht uns da. Sieht uns leichter. Ja. Oh! Oh mein Gott. Er hatte uns gesehen. Alles ruhig. Alles ruhig. Ne, da können wir nicht rein. Ah, da müssen wir rein. Das war's dann wohl, Schleicher. Nee, das wird nichts. Okay. Verdammt, wie kommen wir denn da drum rum? Also so können wir da gar nicht lang. Wir müssen also hier lang. Hab ich wirklich gesehen, was ich zu sehen glaube? Das ist die Haustür. Okay, also wir müssen jetzt in der Patrouille bleiben und hinter den Bogenschützen kommen. Warte mal. Ob ich das Licht da hinten so weit wie möglich wegkriegen. Was war das für ein Geräusch? Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und los. Schön hier bleiben. Nee, es ist überhaupt nicht sehr dunkel. Ja, wir könnten hier. Ach so, wir können hier, wenn wir hier unten lang gehen, kommen wir auf die andere Seite. Das ist auch eine Möglichkeit. So. Jetzt bloß. Nichts. Siehst du das? Oh, was zum Teufel machst du hier? Wir werden dir eine kleine Lektion. Nein, erteilen. Will die Tür zumachen. Nein. Verdammt, wie. Oh, man lag's. Ich glaube, ich habe die Wache da unten unterschätzt. Ich muss doch warten, bis sie weg ist. Okay. Tut mir leid, liebe Leute, dass ich mich gerade so doof anstelle. Aber es ist halt wirklich eine. Das ist wirklich interessant hier. Hast du das auch gesehen? Hat mich im Augenwinkel. War wohl nur eine Ratte. So, und wir sind im Haus von Ruben. Beziehungsweise das ist mein Keller von Ruben. Was ist das dort im Schatten? So, hier haben wir, glaube ich, dumme zwei Passanten, die mich jedes Mal entdeckt haben. Nichts. Dahin ist der andere. So, jetzt kann ich, glaube ich, hier hinten lang. Tschüss.
jetzt haben wir hier eine dunkle Stelle. Ich glaube, hier war nur eine Sackgasse, aber wir können ja trotzdem mal hier rein. Okay, komm. So, da läuft nur hier kurz rein und rennt wieder raus. Ja, ja, guck, Richtung Tür, das ist schlecht. Naja. Was ist das dort im Schatten? Da hat er nichts am Gürtel. Also es ist keine laufende Beute für uns. Das war wohl doch nicht. Wer ist da? Hallo? Was? Alle beide laufen hier rein? Wollt ihr mich verkackeiern? So, hier ist es natürlich laut. Wozu konnte man hier rein? Ach, hier konnte man Leute ablegen. Aber das machen wir ja nicht. Oder hier reinlocken. Wie jetzt umsonst? Das auf mich genommen? Ist da wer? Oh Gott. So, dem Einwachen müssen wir vorbei. Oh, ich hasse Ratten. Hilfe! Gott. Hilfe! Was? Er hat mich gesehen? Wieso hat er mich gesehen? Wo hat er mich gesehen? Der war doch gar nicht da. Das hat funktioniert. So, hier waren, glaube ich. Hier geht's hoch. Ja, die Spinne, daran erinnere ich mich. Der hat ein kleines Haustierchen. So, wir müssen jetzt erstmal das Feuer löschen. Wir haben bald keine Wasserpfeile mehr. Diese Mission, die braucht alles. So, und wir brauchen einen Moospfeil, weil das sind Fliesen. Und wir müssen hier lang. Ah, das ist noch ein Feuer. Mann. So, und safe. Die Haupträume. Da geht's hoch. Also wir sind jetzt bei Ruben. Nicht verwechseln, Leute. Da wisst ihr genau, wo wir sind. Kann man sich hier verstecken? Ja, nur leicht. Wachen und ein langer Gang. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Vorsichtig. Hier haben wir dunkle Stellen, das ist schon mal gut. Aber nichts, wo man sich absichern kann. Ich habe die Tür geöffnet, keine. Wundert euch nicht. Verdammt. Jetzt muss ich gucken. Ach, der scheiß Bogenschütze. Das war der scheiß Bogenschütze. Gab es, glaube ich, ein Problem. Die Wache hier rechts, die schläft irgendwie nicht oder hat einen Bug. Denn wenn ich versuche, die Tour zu öffnen, dann steht die im Bett. Bleib, wo du bist, Garrett! Oh Gott, nein, das war die linke Wache. Oh Gott, hatte ich mich erschrocken. Ach, hier habe ich gesprochen. Dann machen wir die Tür nochmal zu. Aber hier waren Schätze drin. Jetzt bin ich überlegen, schlag ich sie K.O. oder... Lass ich's. So, ich versuch's nochmal. Ich dachte, da konnte keiner. So, wir schleichen uns jetzt einfach mal Richtung Bett. Der wacht bestimmt gleich auf.